Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Richtig, gelbe Edition. Ja, heute geht's an Route 13 weiter in Richtung der nächsten Stadt. Und da ich gemerkt habe, die Folge ist ein bisschen kurz, die letzte Folge, denke ich mir, okay, dann machen wir es ganz einfach. Machen wir, glaube ich, jetzt beide Routen hier in einem Part, damit wir wieder ein bisschen was länger machen. Und dann steht ja bald auch schon im nächsten Part die neue Stadt an und das neue Teammitglied. Los geht's. Heute wieder viele, viele Trainerkämpfe. Anfang macht diese junge Dame. Und zwar eine Pfadfinderin mit 5 Pokémon. Sie beginnt mit einem Level 24er Taubsi. Okay. Macht weiter mit einem Mauzi. Gut, weg damit auch. Radfratz ist das nächste. Hat die nur so kleinen Viech? Kein wirklich nichts Großes, weil die konnten sich alle easy weiterentwickeln und sie hat echt ein gutes Team dabei mit Tauboga und Radikal und eventuell Stabilicat. Ich weiß nicht, wann genau die Mauzi sich entwickelt. Die macht weiter mit einem weiteren Taubsi. Und als letztes hat sie noch einen Mauzi. Okay. Sehr gut. Ich hätte auch mal zum Pokémon Center gehen sollen. Na gut. Ja, jetzt haben wir hier ein Labyrinth und hier haben wir zwei Schönheiten. Als erstes hat sie ein Pipi. Oh oh, Komprimator erhöht die Flucht. Das heißt, wenn ich Pech habe, treffe ich mit meinen Attacken nicht. Und Mega Heat macht natürlich direkt den Anfang. Und jetzt kommt sie mit einer noch nervigen Attacke. Duplex Heap. Die sieht übrigens in den 3D-Versionen noch beschissener aus. Da kriegst du nicht so Ohrfeigen. So hört sich das auch dementsprechend an. Trifft natürlich direkt 5 Mal. Aber Mega Heap macht es dann. Kampfunfähig. Mit einem Mauzi machst du weiter. Mauzi kann diese Attacke übrigens nicht. Also ich glaube, Komprimator können, glaube ich, nur Pipi, Pixies, Slimer, Slimog. Ich glaube, das war's schon. Total nervige Attacke. So, die zweite Schönheit auch direkt mit hinterher nehmen. Natürlich möchte ich mit dir spielen. Wow, natürlich. Ja, wunderbar. Rapfratz. Heute gibt's gegrillte Ratte. Oh, ein Woodpix. Ein Woodpix. Ich war für Pikachu ein bisschen mal ein bisschen AP für die Attacken. Level 36, auch für Aquanade. Oh, Aurora-Strahl, sehr gut. Nimm mal Biss raus. Eine weitere Eisattacke für mein Aquana. Gefällt mir. Du kleiner Wüstling, du. Entschuldigung. Du wolltest spielen.
Ja, Pikachu mal kurz laden. Ja. Dann kann ich meinen Aquana wieder mal nach vorne ziehen. Pikachu hat schon Level 37. Respekt, ey. Oh, deine Orden sind ja super cool. Kommt hoffentlich bald noch ein neuer dazu. Du gehst mit einem Quapsel ran und ich habe jetzt gerade meine Attacke. Ne, Moment, ich habe ja noch Bodyslam. Ich wollte. Oh nein. Und tschüss. Noch ein Quapsel. Ja, ich brauche dringend mehr Trainings, mein nächstes Teammitglied. Dann baue ich erstmal das Moveset auf. So, Body Slam macht's down. Sehr gut. Aquana, sie hat vorhin auch besiegt. Das hat nicht ganz gereicht. Ja, stimmt wohl. So, noch eine junge Dame. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Okay. Was ist ein Taubsi? Mal, könnt ihr euch auch mal. Könnt ihr eure Pokémon auch mal entwickeln? Ich habe Aurora Strahl, sollte reichen. Jo. Ich muss mein Team mit mein Ding sowieso nachher umbauen. Und dann nehme ich Luftstrahl raus. Für Surfer später. Noch ein Topsy. Und das letzte hast du ein Tauboga. Ich habe unseren Rivalen, das dauert alles noch eine ganze Weile, bis wir die wiedersehen, bis wir den wiedersehen. Davor haben wir noch einiges zu tun. Ich glaube, insgesamt sind wir noch dreimal in diesem Spiel. Ich glaube, es sind sechs Kämpfe, sechs oder sieben. Aber wie gesagt, ich mache mir da keinen Stress und naja. Gut, das heißt, da unten können wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier oben durch. Sind noch. Ist hier noch irgendwo ein Trainer? Ne, die wollen. Ach, die wollen Schönheiten? Ja, die habe ich schon. Genau. Oh, hier haben wir noch jemanden. Noch zwei da unten. Und dann geht das hier unten ja auch weiter. Ein Habitat von einem Vogelfänger. Müsste aber eigentlich ja, kein Problem sein. Auch das Taubsi. Winke, winke. Ah, der hat schon wieder ein Taubsi. Das hast du eigentlich mal auch. Kannst du dein Team auch mal weiterentwickeln? Du kriegst keine Erfahrungspunkte. Das ist das Problem. Ein Habitag noch hinterher. Und noch ein Habitag.
Und es reicht, um Aquana auf Level 37 zu bringen. Sehr gut. So, was haben wir hier unten? Noch ein Biker. Ah, schaust du so dumm aus der Wäsche. Hey, warum so aggressiv, ja? Na gut, Biker. Scheiß Rüpel. Nein, doch, er setzt einen Smogon ein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt tatsächlich nochmal Mitglieder Pokémon sind, die Team Rocket noch im Team hat. Also Rattan. Doch, Rattan hat er aber schon mal gesehen. Scheiße. Smog. Ah, war klar. Ich brauche dringend mein Psycho-Pokémon. Aber es dauert alles noch eine ganze Weile. Nächster Part vielleicht. Und tschüss. Und noch ein Smogon, weil es so schön war. Super. Ach ja, ich muss mein T. Ich sollte meinen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Ich habe kein Gegengift mehr. Gut. Eigentlich wollte ich hier nicht schon Feierabend machen, aber wenn man es so machen. Obwohl, ich wette, ich werde kurz im Pokémon Center einfach fliegen zum nächsten. Das bringt ja nie. Weil ich muss mein Team mit der. Ich muss mein Teammitglied immer heilen. Ihr seht ja gerade, wie weit er schon gekommen ist. Wir könnten ja Orania City das Pokémon Center nehmen und dann brauchen wir nur ein Stück runter zu gehen. Ja, okay, ich dachte, ich müsste jetzt komplett von Lavandia nochmal zurücklegen. Aber ich muss eh was machen. Ja, ich dachte, wir machen schon Feierabend. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie viel wir hier drauf haben, aber irgendwo 20 Minuten vielleicht haben wir jetzt gerade. Letzte Folge war ja auch nur 14 Minuten, deswegen machen wir hier diesen Part auch ein bisschen länger. Gut, du be back hier. Du hast auch kein Gegengift, ne? Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich zu einem der Anfangs-Pokémon-Center zurückgehen. Obwohl, ich muss eh dahin. Fällt mir gerade ein. Ich kann wegen nach Vitania City, wegen der TM noch fliegen. Die zeige ich euch dann direkt, wo es geht. Dann kann ich euch das noch ein bisschen zeigen an Zeugs. Und? Nämlich bei diesem Herrn hier. Moment, Pokémon, Bisasam. Ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass ein Tomate meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt das her? Ah, das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie dringend haben. TM42, Traumfresser. Die braucht man nämlich auch für unser bald nächstes Teammitglied. So, jetzt muss ich auch was anderes machen. Ich muss nämlich zum Markt. Ich brauche dringend Gegengift. Ich habe keine Gegengifte mehr. Und dann stehen wir auf einmal so, wie wir es jetzt gerade gestanden haben. So, Tankgift, ja. Nein. Warte mal, ich will noch mehr haben, nicht nur einen. Wir nehmen noch 99 mit. Brauchen wir noch immer. Achso, ich habe die beiden Nuggets noch, ne? Ich hatte die beiden Nuggets noch. Ich kann noch ein paar. Ich muss hier noch eine Sache erledigen, fällt mir gerade ein. Und zwar muss ich mal ganz kurz nach Azuria City. Ihr erinnert euch, dass wir ja den
Dass wir noch den Radkupon hatten von dem Typen aus dem Pokémon-Fan-Club in Urania City. Den können wir hier an mich einlösen. Oh, das ist ein Radkupon. Okay, es gehört dir. Gut, das Fahrrad können wir nämlich später noch gebrauchen, um überhaupt in dieser Story ein bisschen weiterzukommen. So, ja, wir können weitermachen auf der. Was ist das, Route 14 jetzt gewesen? Route 13, 14? Irgendwie so in die Drehung. Machen wir dann auch direkt. So, die Trainer hier, das ist ja Route 17 oder 16. Die haben wir ja schon alle in einem früheren Part besiegt. Schön auf der Straße bleiben, weil jetzt unnötig wilde Pokémon will ich jetzt auch nicht haben. Hier haben wir auch schon Serocca mit dem Voltoball und dem Elektroball. Wobei an den ganzen Anglern und Vogelfreaks. So wollte ich euch ein paar Sachen noch, mich noch kann ich, konnte ich euch ein paar Sachen noch zeigen, die noch nebenbei erledigt haben. Wir sind ja jetzt schon wieder da. Wir sind ja schon wieder da, jetzt da, wo wir nämlich eben gerade waren. So. Diesen Typen haben wir noch nicht besiegt. Das machen wir nämlich jetzt auch direkt. Den Biker, glaube ich, haben wir da oben. Aber hier, diesen Vogelfänger, den haben wir nämlich noch nicht. So, er fängt an mit einem, wie konnte es auch anders sein, einem Taubsi. So, Team ist wieder geheilt und Gegengifte geholt und Fahrrad geholt und ja. So, Tauboga als der nächste. Und Tauboga ist erledigt. So. Und das Ibitak. Na, zumindest hast du zwei Weiterentwicklungen dabei. Ibitak mit einem Heuler. Reicht der Aurora-Strahl da aus? Ja, reicht aus. Perfekt. Und Level 38. Sehr gut. Ja, so viel ist es nicht mehr bis Level 40. Wenn wir den nächsten Mal unseren Rivalen sehen, hat er, glaube ich, sein stärkstes Pokémon, also seine Evoli-Entwicklung auf Level 40. Und ja, in die Region kommen wir auch relativ bald. Und wie gesagt. Und du hast noch ein Dings. Da brauche ich auch kein Dings einzusetzen, kein Eisstrahl. Da reicht mein Aurora-Strahl. Und dann kannst du auch mal Pikachu wieder bringen. Sparky. Ja, Tauboss kann momentan noch nicht, aber Tauboss kann wahrscheinlich den nächsten Arena-Leiter machen. Sind noch so viele Kämpfe auf dieser Route. Nein, ich will eigentlich nicht wechseln.
Und auch Pikachu holt sich mit Level 38 schon. Wunderbar, Pikachu schon auf Level 38. So, ich muss gerade gucken, dass ich hier unten weiterkomme, oder? Geht's aber unten weiter? Ja, den Trainer haben wir. Und ich muss gerade gucken, wo die Route exakt lang geht. Also hier unten, okay. Oder was, Moment, war da oben noch ein Trainer? Den ich gerade nicht gesehen habe? Ja. Da in der Ecke steht noch einer, ein Kollege. Oh, mit einem scheiß Ruckzuck-Hieb, ey. Und zurück 8 HP abziehen. Super. Oh, ein Dodo. Das haben wir noch nicht gesehen hier. Und ein Tauboga hat er noch. Zumindest macht das Viech nicht so ein Schmarrn, sondern wird direkt besiegt. Richtig, du warst zu schlecht. Oder allgemein deine Pokémon, wie auch immer. Gut. Ja, bevor wir uns hier um die Ecke kümmern, würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns im nächsten Part schon wieder. Wie gesagt, ich dachte, okay, nächster Part. Nächste Part holen wir auf jeden Fall unser Teammitglied. Wir machen nämlich dann die Route hier fertig und dann holen wir uns das nächste Teammitglied. Und vielleicht können wir schon im übernächsten Part uns um Orden Nummer 5 kümmern. Ja? Bis dahin und auf Wiedersehen, liebe Leute.